Aha. Oh, Vorsicht. Gib's her jetzt. Da. Ja, cool. Ja klar, Tastaturbelegung kann man auf jeden Fall gucken. Hoffentlich klappt das. Uns bleibt nur noch die Hoffnung, Mayanto. Hast du den Nektar dabei? Ewa bringt uns Ruhe. Es wird keine Ruhe geben, wenn Gatnat von unserem Plan erfährt. Wird es denn wehtun? Nein! Nein. Ewa, deine Arme heißen uns willkommen. Eins mit allem, was ist, verbunden durch dich. Begleite diesen Reisenden, bring ihn ins Herz des Nests. Okay. Sodomie. Nicht der Heimatbaum. Sie ist zufrieden. Hoch, runterfliegen. Mir etwas zeigen. Links, rechts, Geschwindigkeit erhöhen, senken. Links. Ey, ich war noch nicht fertig. Abklettern, abklettern. Geräusche machen. Okay. Geil, das aussieht. Sie will die Gimlor zusammenrufen. Sie sind hungrig. Sie leitet sie zu den Blumen. Wunderschön, ey. Zum Nähren. So verflogen. Diese. Wie war das Geräusche machen? X. Ah, nein. Kaum sagst du verflogen, verfliege ich mich. Ah, hier. Warte. Am Horizont. Sie kann ein RDA-Gebäude sehen, weiß aber nicht, was es ist. Uiuiui, gewaltig. Die Königin muss mehr Blumen für die Ginglor finden. Die Energieschübe stören sie. Der Schwarm ist unruhig. Es ist verstörend. Also fliegt sie weiter. Genau. Da ist etwas. Eine Energiewelle. So, so harsch. Die Königin. Sieht das geil aus, Alter. Finden. Sie schützen. Der Hammer. Eine Energiewelle. Dadurch verschließen sich die Blumen. Die Ginglor sind hungrig und verstört. Die Ballons. Die Welle kommt von den Ballons. Was? Sie stößt die Ginglor weg. Ja, verbreitet Unwohlsein und Verwirrung. Sie kommen nicht dagegen an. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir mit den Screenshots. Das ist wunderschön, ey.
Ja, was genau soll ich denn tun? Mal weiter. Am ersten Mal, wenn man Pandora sieht, konnte ich gar nicht spielen. Ich war so mit Glotzen beschäftigt. Mein Charakter dachte schon, ich weiß nicht, was zu tun ist. Ja, ich aber auch. Das ist so schön. So schön einfach. Ja, was willst du jetzt von mir? Soll ich hier irgendwas tun? Oder was? Kann ja nichts tun mit so einer Motte. Schön zu sehen, dass ich nicht die Einzige bin. Die einzig möglichen Wege übersieht. Jetzt doch nicht hier über dem Wasserfall, oder? Nee. Ah, hier. Oder? Die Königin sieht die Schatten, die den Schwarm bedrohen. Junge, Junge. Es gibt noch mehr Ballons. Das RDA-Gebäude. Von dort kommt das Signal an die Ballons. Die Ginglor werden schwächer. Sie muss sich beeilen. Einen sicheren Platz finden, bevor ihr Schwarm stirbt. Genau. Der weite Flug. Weg von den Ballons. Der Schwarm ist schwach. Wohin führt sie sie? Na, links oder rechts? Nimm mal links. Geschafft. Alles sieht gut aus. Nimm das, du hast eine lange Reise hinter dir. Was hat die Königin dir gezeigt? Ich habe die Anlage der Himmelsmenschen über dem Wald gesehen. Sie sendet ein Signal an die Himmelsgeräte. Dieses Signal verschließt alle Blüten, sodass die Ginglor hungern. Deshalb suchten sie Zuflucht beim Heimatbaum. Die Geräte sind nur aus der Luft erreichbar. Ich werde alle Schwebegeräte abschießen. Das reicht nicht. Das Signal kommt von einer Basis der Himmelsmenschen bei den Steinsäulen. Aber ich weiß, wie wir die Sensoren der Fluggeräte ausschalten können. Du musst mit uns fliegen. Du brauchst einen Ikran. Es gibt Wege. Ich kenne ja auch nur kurz und quer. Dir wird er keinen geben. Eieieie. Die Kinglor haben gezeigt, dass die Himmelsmenschen das Problem sind. Ich genieße die Natur aber auch. Diesmal muss er zuhören. Das ist einfach geil. Ich versammle die Jäger. So geil. Mit ihren Bögen werden wir die Kinglor retten. Nevika wird dich am Fuß der Kolonie treffen. Zeit für dich zu fliegen, Mayantu. Ich werde Etu mitbringen. Es wird ihm gut tun, eure Bindung zu sehen. Wir treffen uns auf einer Anhöhe bei der Kolonie. Mögen unsere Pfeile ihr Ziel finden. Was, wenn die Bindung nicht klappt? Keine Sorge, Mayantu. Wir werden darüber singen, wie du von einem Ikran in den Tod gestoßen wurdest. Zuerst musst du dich mit Ewa verbinden.
Sie wird dich vorbereiten. Geil, dann krieg ich mal einen Ikran jetzt. Cool. Wir sollten nicht warten, bis uns jemand entdeckt. Hier durch? Ist das schicker sicher? Vorhang. Ich werde dich nicht in den Tod schicken. Geh schon. Vertrau mir, Mayanto. Das meintest du auch beim Ginglor-Stich. Hier. Ich nutzte ihn für Sommi. Eure Bindung wird stark sein. Achso, der Bildschirm. Ja gut. Hab ich auch. Ich habe hier dreimal Full HD. Die sind schon über 20 Jahre alt, die Monitore. Ich hab's mal ausgerechnet im Stream. Das ist schon eine Weile her. Sie nicht, ich glaub, nach unten. 22 Jahre oder so. Vertrau auf ihre Weisheit. Aber die funktionieren. Mich ärgert nur ein bisschen, dass der halt noch kein HDR hat. Das gab's damals halt noch nicht. Das wird ja dann noch geiler aussehen, ne? Das ist ein bisschen schade tatsächlich. Weil der PC hier, der kann. Wie gesagt, Ultra-Qualität hier mit 120 Frames. Mehr kannst du dir da eigentlich gar nicht wünschen, ne? Und hinten habe ich ja noch einen 55 Zoll 3D-Fernseher stehen, 4K. Mit dem ich dann SimRig zocke. Ich habe schon so oft überlegt, den hier hinzustellen und die anderen beiden Monitore dann halt nebendran. Einfach, dass ich die bestmögliche Grafik habe. So, absolut. Jeder meinte, warum ein Gaming-PC ohne 4K, aber meiner ist für mich halt noch nicht ausreichend zernutzt. Ja, ist ja auch Schwachsinn. Ist ja auch Schwachsinn. Den gibt's halt schon ewig nicht mehr, ne? Der ist völlig überholt. Aber ich wollte dann halt genau den wieder haben, dass ich wieder dreimal den gleichen habe. Ja. Bin auch günstig davon gekommen. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Aber lass es 40 Euro gewesen sein, vielleicht 50. Berühren. Eine Tortilla-Blume. Die auch? Aha. Gott, ist das schön. Oh, jetzt stell dir vor, du hättest eine VR-Brille. Für den PC. So eine fette Meta-Quest oder so. Oh, das muss der Hammer sein, hier virtuell rumzulaufen. Das, was jetzt kommt, war damals die Demo-Sequenz für die Avatar-Gaming-Tester. Ah, okay. Das Spiel unterstützt das nicht. Ja gut, aber da kannst du eh tricksen. Also ich habe die PlayStation VR. Die 1er. Ne, die 1er VR-Brille. Und die kannst du mit speziellen Anschlüssen kannst du die am PC anschließen. Und über Steam. Ah, sollen wir das dann hier? Hä? Nee. Und über Steam kannst du dann die Spiele in VR umwandeln. Ich weiß, ist nicht das Gleiche, aber für den Anfang nicht verkehrt. Aber es wäre geil. Und richtiges VR, ne? Mit der Grafik. Boah. Muss abartig sein. Ah, jetzt klappt es auch rennen und hochspringen. Das geht. Also ich krieg das mit der Tastatur nicht hin. Das sind zu viele Finger.
Nicht zu fest, sonst geht die Frucht kaputt. Ah. Ja, das ist jetzt halt anders hier mit der Steuerung, ne? Oh, schläft einer. Nein. Da könnte ich dann eigentlich theoretisch wechseln, ne? Auf Maus und Tastatur, um das besser hinzukriegen. Ja. Wo bleibst du denn? Ich hab auf dich gewartet. Mir halt. Ich komm ja schon. Wie bist du so schnell hier raufgekommen? Geflogen. Ich bin hier schon als Kind geklettert. Ich kenne alle Tricks. Du fühlst dich also besser? Körperlich ja. Geistig noch nicht. Ja, mein Gedanke war halt Ego-Perspektive. Da ist das sicherlich angenehmer mit Maus und Tastatur. Aber schauen wir mal, wenn es jetzt zum ersten Kampf kommt demnächst. Sie wirkt schreckhaft. Es bleibt ihr überlassen, ob sie dich wählt. Wie das dann so klappt mit Controller. Hey, ui, bin ich dir schon mal begegnet? Na. Ruhig Blut. Kein ich hab's Ikran, der vermutet. Etwas auf sich hält, lässt den ersten Versuch zu. Klettere höher. Zeig ihr, dass du würdig bist. Okay. Ich hoffe es. Nicht hier richtig? Bestimmt, oder? Und hüpf. Haha. Ich würde am liebsten den Gaming-PC drüben an der Fernseher tragen und anschließen, ne? Ich muss das sehen. Mit richtigem Kontrast und mit Döns. Was sind eigentlich diese Zeichen hier immer? Ne, jetzt links und rechts. Diese Einblendungen. Ich habe da bisher noch nichts feststellen können, was er mir da anzeigt. Ja, hey, Musik, Priya, super. Du errätst nie, wo ich gerade bin. Doch nicht in einem Arana-Hell-Fahrtstoff-Bottich, oder? Das Gegenteil. Ich klettere zur Ikran-Kolonie, um auserwählt zu werden. Look at this. Also, hoffentlich. Ernsthaft? Jetzt gerade? In diesem Moment? Die ist doch irre hoch, oder? Hast du Angst? Du hilfst nicht gerade. Erzähl das noch. Er wird es lieben. Warte, ich hole einen Schemel. Da gibt's was. Okay. Zum Beispiel Glockenzweige. Oder Tarsio. Okay, okay. Lieber ducken. Ah ja. Es ist einfach zu geil. Wunderschön. So, hier rüber. Ist doch geil, dass Musik immer lauter wird, ne? Je höher man geht. Das ist aber auch so der Moment, ne, wo man sich, als man den Film gesehen hat, gewünscht hat, dass man da mal selber hoch kann. So geil.
Die einen füllen Gesundheit auf, die anderen bringen Punkte für Fähigkeit. Ach so. Ja, die Tasio, das ist diese Ahnen-Lieder, ne? Glockenzweige, weiß ich noch gar nicht. Hast du gewusst, dass es Avatar-Comics gibt mit kleinen Geschichten? Gewusst habe ich das, ich habe aber noch nie einen gesehen. Ach, guck mal. Da fragt man sich echt, wie die das machen heutzutage. Was die Snowdrop Engine hinkriegt, ne? Wie weit man gucken kann, sieht immer noch die richtige Beleuchtung, die Details. Alter. So schön. Okay, die Pflanzen mit den verschiedenen anderen Objekten untersuchen. Ja. Das sagt ihr mir jetzt nach 8 Stunden, 9 Stunden Spiel. Das ist weit, ne? Kein Problem. Oh! Oder doch? Oh, damn. Oh. Okay, eigentlich nicht dahin. Wenn ich da runterfall, bin ich des Todes. Aha. Nee, doch nicht. Okay. Wow. Hüpfpflanzen. Ja, meinst du? Soll ich? Halt. Warte. Achso, nur einmal klicken? Oh Gott, Alter. Ja gut, aber ist auf jeden Fall einfacher wie... Hey, ich wollte hoch. Einfacher wie... Was war das? Q, T und F. Da kriegst du einen Krampf in den Finger. So. Muss ich wieder mehrere Dinger drücken? Da. Glockenzweig berühren. Oh, dauerhaft gesteigert. Das ist ja nett. Das ist ja nett. So. Wo sind jetzt die Blüten, die ich drücken muss? Geht hier weiter. Da oben, oder was? Auf jeden Fall Loot. Ich bin ja super durchgekommen, weil ich das Tutorial von den Testern gesehen hatte. Ah, okay. Klingt spektakulärer als es ist. Auf die Glockendinger da schießen. Und dann habe ich auch den Vorteil. Ah, guck mal da. Da sind die Blüten. Du bist Paddel. Aber da ist auch eine. Oder halt. Bleib mal oben. War hier vielleicht noch was? Was zum Abgrasen? Nee. Ach, auf die Blüten, okay. Ja, dann. Ah.
Musik. Alter. Gänsehaut. Das sieht man nicht. Gänsehaut. Ist das geil, ey. Krieg schon fast Tränen in die Augen. Junge, Junge, Junge. Der Teil vom Spiel ist noch so schön enthusiastisch. Ja, ja, ja. Geil. Ich will ja auch gar nicht durchrennen. Ich will es einfach jetzt genießen. Schön, wie es ist. Dass ich gewählt werde. Das Bündnis ist rein. Unberührt von den Menschen. Aber wir Sarentu sind etwas zu menschlich. Sogar jetzt spreche ich durch ihre Technologie sein können. Mit dir. Nun, der Krieg heiligt alle Mittel. Oberflächlich, oder? Aber mir jetzt so schon gefallen. Du wirst es schaffen. Fall nicht, okay? Priya! Naja, also ich denke auch, dass das vollkommen okay ist. Storytechnisch. Bisher auf jeden Fall ja. Bestimmt gleich ganz viele Ikrans. Ja, man sieht es ja schon ein bisschen. Geil. Zurück der Baum. Oh. Der nicht. Oder? Der da? Bei mir war da eine. Achso, auf dem hier dann. Okay, dann gehe ich da mal hoch. Ne, das sind wieder die Dinger hier. Kapsel. Nein. Fiedelkopf. Achso, das ist das Ding. Etwas tiefer. Etwas tiefer. Oh, oh, oh. Oh. Oh, mein Herz. Oh. Hallo Laura, vielen Dank für dein Follow. Tadam! Aber halt, lassen wir mal hier mit. Ja, hast recht gehabt. So, und jetzt zurück zu Satnu. Jawohl, das hat gereicht.
Perfekt. Perfekt. Oh, die ja. Bindung verlangt gegenseitiges Vertrauen. Sie scheint noch nicht bereit. Denk daran, der Ikran wählt dich, nicht umgekehrt. Okay. Buh. Ich tu dir nichts. Wow, ganz ruhig. Nein! Was mache ich falsch? Das ist jedes Mal wieder eine Stufe. Versuch es weiter. Nimmt. Dann belohnt sie deine Mühen vielleicht. Ich fürchte, ich werde nicht erwählt. Aber ist ja natürlich so geskriptet. Bleib stark. Oh. Okay, gehen wir mal weiter. Hey, ich will wieder Musik. Und selbst so die Soundeffekte, ne? Das ist der Wahnsinn. So gut gemacht. Schrei mir nicht an. Wir sind ja noch gar nicht zusammen. Beautiful. Daddy. Schon näher. Ich denke mal, sobald wir auf der Sonnenseite sind, geht es hier weiter. Mit dem nächsten Versuch. Weil im Schatten wäre das ja nicht so schön inszeniert. So ein schönes Universum einfach, ne?
Ma'elan, nur Mut. Die Bindung ist wertvoll. Eure Leben sind für immer miteinander verknüpft. Genau hier bin ich Somi begegnet. Sie bäumte sich auf, schnappte nach mir. Mir war mulmig. Meine Hände waren schweißnass. Mein Herz schlug so laut, dass es fast zerstört. Doch die Wildheit war nur gespielt. Wir sahen uns an. Ich wurde ruhig. Mein Atem verlangsamte sich. Sie würde mich wählen. Ich spürte es. Da ist ein bisschen Liebe im Spiel, oder? Guck mal, hier ist alles voll. Geil. Alles gut. Entspann dich. Ruhig, Grüner, ruhig. Wow, ganz ruhig. Ha. Haha. Vier Auge. Gib ihr einen Namen. Sie hat dich gewählt. Okay. So, einmal festgelegt, kann der Name nicht mehr geändert werden. Was nehmen wir denn da? Storm. Fury. Carol, Floof, Hawk. Amai. Nimon, Katir. Fury. So, was für eine Lackierung. Also grün finde ich schon schön, muss ich gestehen. Oh, das ist aber auch geil. Das ist auch geil. Das nicht so? Hm. Das ist schon fett, ne? Ja, hier leuchtende Farbe. Das ist gut. Jawohl. Ich nenne so, dich wir's. Fury. Alle Farben kriegst du später wieder. Ah ja, okay. Eine neue Bindung. Einzig und allein mit den Gedanken fliegen. Die Seele des anderen berühren. Zwei Herzen, die eins sind. Nur den Namen nicht, ne? Okay. Du musst die Bindung stärken. Mit einer letzten Aufgabe. Wie mache ich... Ruf sie! Ruf nach Daleklan! Fliegt gemeinsam und festigt die Bindung! Oh. Geil. Ja, und mal, geschafft, das Pack nicht mehr hat. Du warst das! Ja. Danke dir. Danke. Okay. Überlegen. Frei umsehen. Fühlen wir. Kannst du schneller fliegen? Komm. Hey. Tempo steigern. Wahoo! Oh yeah! Oh halt. Sturzflug! Sturzflug? Okay. Du Hunger? Das ist schon geil, willst ne? Hast du eine Belohnung? Ja, möchtest du, oder? Wie war das am Wasser entlang, ne? Habe ich was gehört? Was, wenn du mit deinem Ikram fliegst, halte LB und RB, um das Nahrungsrad zu öffnen? Du
muss ich den auch noch durchfüttern. Heieiei. Geil. Die Steuerung ist ein bisschen...